Instagram hat meinen Account gelöscht. Abonniert meinen neuen Link in der Beschreibung. Ich schließe mich an. Was ist das? Das ist Frederik Seibts Eichelkäse. Und das? Das ist Frederik Seibts Durchfall in einem Laugengebäckbrötchen. Okay. Du Sau! Ja, ja! Naja, die Pfandangels sind wieder mobil. Was ist denn heute der Plan? Naja, also ich werde dann auf dieser Matratze, die da steht, eine fette Oma ficken. Auf der dort? Oder auf der dort? Nee, das ist dein Opa. Ey! Ja, der Seib hat natürlich auch sein Radl. Was zum Teufel, das sieht aus wie von deinem großen Bruder. Ja, was hast du denn für eine neue Halskette? Das ist ein Fahrradschloss. Das glaube ich dir nicht. 44 Karat! Blau ist geil! Naja, die Pfandangels sind auf Tour. Und hier ist das erste Fest und das wird auf jeden Fall von Pfand befreit. Naja, also sind die Beutel noch nicht voll. Schleifen sie natürlich an den Reifen. Aber ja, Seibt. Wenn der Beutel voll ist, das bedeutet, es gibt ein Gegengewicht. Wie hältst du dich dann gerade mit dem Fahrrad? Jetzt werde ich schon hinkriegen. Sicher? Ja. Okay. Ich bin ein berüchtigter Pfandangel. Lass den Beutel nochmal an dem Rad schleifen. Das ist unser Markenzeichen. Naja, also das sind Leute, die es weiter geschafft haben als wir. Aber wir sind mittlerweile auf einem guten Weg. Naja, das ist alles, ne? Wie bitte? Das Pfandmobilautos, ne? Das ist mir scheißegal, ich hoffe, die fahren nicht jetzt um. Guckt ihr es an, die wollten uns umfahren. Naja, also für Max das Rad, das ist fleißig am Eiern. Ich habe keine Ahnung, warum das unscharf wird. Jetzt sieht man es nochmal. Ich bin ein Geisterfahrer. Ja, und er ist wirklich ein Geisterfahrer. Du aber auch? Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Sag doch mal was. Nee, ich bin doch nicht so sagen. Yeah! Grüße aus dem schönen Berlin. Dieser Innenhof voller Hunde. Ja, finden wir noch irgendjemanden hier, der uns antwortet? Yeah! Ja, no! It's all good. Ja, okay, dieser Mann ist nicht weiß. Er sieht sehr gewaltbereit aus. Sie schließen die Tür. So ist das fein. Aber da kommt ja eh nie rüber. Aber jetzt wissen wir, wo wir wohnen. Ich glaube, wir bekommen Ärger mit den Nachbarn. Naja, das ist aber jetzt nicht meine Schuld. Los, jetzt müssen wir zu KFC. Naja, was hast denn du für Vorsätze für 2017? Ich zeig dir mal meine Vorsätze. Hier liegen sie alle. Also man kann die hier abmachen. Was ist denn das? Na, die Staubsaugervorsätze. Also mehr habe ich jetzt nie. Die kaufst du im Set dazu. Die kannst du auch in der Beschreibung verlinken. Na gut, okay. Na, da bleibt wenigstens die Wohnung 2017 sauber. Ja, das ist schon die Polstermöbel. Ja. Ich sag's ja nur. Ist denn das zuzusehen, wie dein Freund langsam den Bach runtergeht? Nie langsam, schnell und rapide. Es ist mir egal. Scheiße, ist dir egal? Na, das nenne ich mal eine Freundin. Ich bin reich und gut bestückt, egal wie versoffen ich bin. Junge, neues, also Goldkrone. Nicht zu vergessen, weiß. Oh, Goldkrone. Was zum Teufel? Machst du nie, kennst du das nie mit den Ellenbogen? Ja, was? Ich bin was? Weiß. Ich bin stolz. Max, Alter, hör mal auf. So, Goldkrone küsst Cola Cherry. Warte mal, ist eigentlich noch viel zu viel Cola noch drin, warte. Jetzt trinkt er lieber was von der Goldkrone ab und nicht von der... Oh. Ja, er trinkt sich selber. Du solltest eher die Goldkrone ausdrücken und das dann mit Cola verdünnen. Was? Du sollst da mehr trinken. Goldkrone! Ich verstehe alle unterschwelligen Sachen von dir immer so. Genau, ich kenne immer alle Hintergründe. Ich muss immer so lachen, wie es kein anderer versteht, außer ich. Oh, es ist ja der Hammer. Digga. Ich hab mal was mitgebracht. Ach so, wir müssen unseren Standpunkt vertreten.
National Standpunkt? Ja, ja, selbstverständlich. No Asyl. Was? Wie war das? No Nazis. No Nazis. Ist das Latein für mich ist jeder willkommen? Hit! Man. Das ist, du musst dich rechtfertigen, warum du das jetzt getan hast. Linkfertigen! Naja, Elias. Der Max, Alter. 0 Uhr, geht's ein Silvester-Blowjob, Alter, zum 31. Alter. Hey! Hey, Mann! Max! Hey, Drohne! Kinderlauf! Hast du irgendwas zu sagen für die YouTube-Fans? Wir sind auf einer total. Du bist völlig besoffen. Du bist wirklich ein verdammtes Arschloch, dass du mich in dieser Lage filmst. Alter. Aber wenn ich ein Zuschauer wäre, würde ich dir dafür einfach nur danken. Ja, du bist kurz davor, aus dem Club zu fliegen. Du bist kurz davor, das Ding ins Arschloch zu kriegen. Alter, ich warne dich. Ich warne dich! Leg das Ding weg! Weißt du? Hallo! Hey, guck, ich filme mich! Ja. Jetzt ist es wie. Ah! Ja, ja. Jetzt ist es. Fick dich! Alter, wenn ich. Lass das zu! Wenn ich hier rauskomme und du bist noch da, dann fick ich dich! Ja, ich sag's dir ernsthaft! Mach die Tür auf! Nein, mach ich nicht! Entweder du trittst hier ein oder ich trete dich ein! Das ist auf. Du filmst mich jetzt. Ja. Ich danke dir, dass du für mich da bist. Ja, du bist zwar ein Arsch. Es ist alles gut! Mach die Tür auf! Alter, warte mal. Was soll denn das? Warte mal. Nee. Mach die Tür auf! Setz dich mal hin. Entschuldigung. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Raus! Zu dieser späten Stunde in der Dunkelheit fange ich den Halloween-Vlog an. Ja, der Max hat schon seine Spinne auf dem Kopf. Wir sind auf dem Weg ins McDonald's. Wir werden hoffen, dass wir dort eine Harley Quinn finden, die wir dann heftig. Jürg Walter Siegfried Odenberg. Naja, gut, das ist meine Kollegin. Ach so. Moment. Was? You fucking nigger! Max, das muss ich dann zensieren. Das hab ich doch. Du scheiß Idiot. Wir haben hier eine Nachtorgel gefunden. Entschuldigen Sie? Ja? Dürfte meine Hausspinne ein Netz in Ihnen spinnen? Big Mac! Oh. Wie? Wie bitte? Morgen ist Halloween. Natürlich, 31. Immer einen Tag vor. Haben Sie mich als 31er bezeichnet? Er hat einen 42er Bizeps. Na, wollen Sie ein bisschen meines Big Macs? Nein, der hat nicht, ich komme gerade vom Essen. Das ist glaube ich. Charmant, ja. Süßes oder Arschfick? Süßes oder Darmfick? Guten Abend. Wir sind Kinder. Diese verdammten Ossis, ich hab die Schnauze voll davon. Was ich will, ich. Hallo? Ja, hallo? Süßes oder Saures? Haben Sie geklingelt? Ja, wir wollen Süßigkeiten, es ist Halloween. Und die Zeit? Machen Sie sich nicht lächerlich. Na, wann sonst? Ja, es ist doch abends, haben Sie ein paar Süßigkeiten? Süßes oder Darmriss? Bloß. Ich nehme den Fotoapparat her. Haben Sie ein paar Bonbons? Erlauben Sie sich ja nicht nochmal zu klingeln. Ja, wir wollen doch bloß Süßigkeiten. Das muss gut sein. Das sind Ossis, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Junge, also ich glaube im Osten ist Halloween gestorben. So, das ist jetzt unser letzter Versuch. Wir geben nie auf. Ich meine, wir haben bis jetzt nur Arschtritte gekriegt. Und aus reiner Verzweiflung. Jetzt hängt die Klingel fest. Hörst du das? Ja. Alter. Nie anfassen, die soll hängen bleiben. Ja. Guten Abend, Süßes oder Saures? Nee, gibt's nicht. Wieso nicht? Süßes oder Saures? Was?
Süßes oder Saures? Wer ist denn hier? Mein Name ist Hermanio und ich suche nach Süßem oder Sauren. Es ist Halloween. Süßes, sonst gibt's Saures. Bitte? Süßes oder Saures? Gar nichts. Dann fick ich mich selbst. Junge, es ist eine lange und anstrengende Reise, bis du den... Hallo? Seien Sie gegrüßt, Süßes oder Saures? Hallo? Süßes oder Saures? It's Halloween. Halloween. Wie bitte? Süßes oder Saures? Halloween. Ich, tut mir leid. Halloween. Ja, wir wollen bloß ein paar Süßigkeiten. Refugees welcome. Wir haben keine Süßigkeiten. Refugees welcome.